habe ich mich auch ein bisschen gewundert, aber die Kleinen sperren halt einen Schnabel auf und die machen das, der macht das nicht. Guck, der pickt nur so danach. Ja, so. Siehst du das? Ja. Und manchmal hat er das Glück, dass er dann das Viech sich in den Rachen schmeißt. Und wenn die zu groß sind, nimmt er sie gar nicht. Der ist nämlich übst käbsch. Da muss ich dann das Heimchen doch umbringen, die Beine abmachen und den Hinterleib nur verfüttern. Der macht sofort ja immer. Der pickt nur so ein bisschen nach denen und da hauen die meistens wieder ab. Na komm. Würmer frisst er besser. Ja, du hast immer Hunger. Der Kleine, der hat übst zugenommen. Du. Ja, guck. Am besten den ganzen Finger verschlingen, wenn es geht. Eigentlich kann man die auch abtöten durch Gefriertfrost. Das ist wahrscheinlich für die Heimischen ein bisschen besser. Aber ich glaube, verlieren die eine Vitamin. Ja, das muss man dann nämlich wieder zusetzen. Ja. Und da ich keine Lust habe, beim Tierarzt noch ein Vitamin.